Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einer weiteren Folge von Space Hulk Tactics. So, ich wollte nochmal, ich weiß noch nicht, wie ich es mache, ob, wie gesagt, ob ich abwechselnd eine Kampagne mache, erst Space Marine, dann Tyranniden, Space Marine, Tyranniden, Space Marine, Tyranniden. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht, wie ich es mache. Ich werde einfach mal eine Folge Tyranniden rausbringen. Symbionten, nein, Genstealer, Mann. Also sie gehören zur Rasse Tyranniden, ne? Und ja, wir fangen einfach mal an. My name is Jost von Marburg. Ja. I serve the Emperor as an Inquisitor of the Ordo Xenos, devoted to the destruction of those species who oppose the rightful domination of mankind over the galaxy. To that end, I have spent decades of my life studying one of the most elusive and mysterious space hulks. Ganz schön laut. The Forsaken Doom. A name spoken in terror by starship crews. The Shadow in the Night. A myth. A horror. And all too real. Drifting randomly in and out of the warp for millennia, this gargantuan agglomeration of wrecks has been the grave of countless space marines. Ultimately, each chapter's defeat was lost to the ages and forgotten, leaving the Imperium in ignorance. For the Forsaken Doom is the lair of grave perils. The most dangerous of them, the gene stealers that swarm and multiply in grotesque profusion. The vanguard of the Tyranid threat, infesting ships and planets, spreading like an insidious plague. These creatures are merciless, ravenous monsters. They form a collective body of highly evolved intelligence, driven by a common will for the extermination of all life unlike them. Though some of its parts are far more ancient, the first contemporary records of the Forsaken Doom date back to the beginning of the 41st millennium, when a party of Ultramarines boarded the Great Hulk on a mission of purification. What fate awaited them there has never been revealed. Until now. Ah, cool. Das heißt, wir haben ja mit den Bloodraven, oder wie sie hießen, tote Space Marines gefunden. Und wir spielen zwar jetzt die Symbionten, oder die Genstealer, und töten jetzt die Vorgeschichte quasi von den Ultramarines, die damals diesen Space Hulk gefunden haben. Coole Sache. Coole Idee. Ich finde es aber so gut, dass also die Gegenfraktion der Menschen auch eine Kampagne erhalten. Das ist nicht selbstverständlich. Vandaria Squad to Command. We have boarded the derelict. Confirmed. Brother Sergeant, we detect multiple life forms inbound. Acknowledged. This vile wreck is infested with the Xenos. We will purge it. We are steel and doom. The arrival of the Adeptus Astartes awakened the brood. Slowly but surely, the gene stealers were emerging from their sleep, their synapses saturated by a feral thirst for blood. The biological communal intelligence of the Xenos was about to clash with the doctrinal will of the Ultramarines. Was ich nicht verstehe, also ich hatte mich ja mit dem Thema. Hä? Ich spiele nicht die Spacemen spielen. Achso, das ist jetzt der Gegner. Entschuldigung. Ah doch, mir fällt gerade die Lösung wieder ein, was ich von der Frage, die ich stellen wollte. Was ich erzählen wollte, die Tyranniden haben, ihr müsst euch vorstellen, die Tyranniden sind eine Mischung aus, also wir haben Aliens dabei, wie aus dem Film Aliens, wir haben Aliens dabei, die sind so agieren wie bei Starship Troopers, die sind einfach dumm und laufen in Masse und die müssen kontrolliert werden. Und ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber es gab immer ein Monster, was halt in diesen
in einem Radius sein musste, um die anderen Kleinen zu kontrollieren. Wenn sie nicht kontrolliert werden, töten sich gegenseitig oder sonst irgendwas. Generell sind die Tyranniden, die Symbionten nicht, weil die sind einzeln so klug oder so gut mit dem vernetzt, keine Ahnung, dass die einzeln agieren können und somit als Spione oder sonst irgendwas eingesetzt werden können. Na, Spione ist ein bisschen fremd. Als Speer, sagen wir mal, als Speer. Und die Tyranniden sind Art wie Heuschrecken. Sie reisen von Planet zu Planeten, um halt sämtliche Biomasse von diesem Planeten abzutragen. Und so bleibt eigentlich quasi nur noch ein lebloses Stück Erde zurück. Oder sonst irgendwas. So, Plips, ich hasse Plips. Was ist Plips? Werden während der Anfangsphase erhalten. Platziere sie auf Genstealer-Spawn-Punkt. Bevor du die bestimmte Phase beendest. Ja gut, dann machen wir das doch mal. Die Tür ist dazu. Ich weiß nicht, ob ich Türen öffnen kann. Ich will jetzt einfach mal den Plip hier. Dann gucken wir mal, was passiert. Oder muss ich jetzt hier mehrere auswählen? Ne, das war's. Und jetzt Enter oder was? Töte 3 gegnerische Einheiten, okay. In 20 Zügen, na gut. Schon wieder leichte Turmprobleme beim Lagen. Hallo? Oh, man kann Türen aufschießen. Das ist mir neu. Aber cool. Also ich hätte ab. Ich habe immer noch leichtes Knacken. Das muss ich mal testen. Wenn ich wieder die Space Marine spiele, ob das auch geht. Weil wenn ich gehe, kann ich ja gratis schießen. Dann brauche ich ja keinen Aktionspunkt auswählen, um halt die Tür zu öffnen. Erstmal alles aufschießen. Wir sind Terminatoren. Rums, rums. Zur Erläuterung, wie gesagt, Ultramarines ist ein anderer Orden. Ist, glaube ich, der Vorzeigeorden der Space Marines und darum mag ich ihn nicht. Weil jedes Kind, was mit dem Hobby anfängt, erstmal die Ultramarines sieht und dann so, oh toll, ich muss Ultramarines machen. Nein, das macht jeder. Mach was anderes. Gibt zig Orden, gibt andere Farben, mach was anderes, Mensch. Jeder Zug der Genstealer besteht aus 2 Phasen. Umwandlungsphase. Nur in dieser Phase kann eine Karte zu ein Plip umgewandelt werden und auf diese Spawnpunkte platziert werden. Aktionsphase. Spiele mit Karten, decke Plips auf und greife den Gegner an, um ihn zu überwältigen. Ja, der eine Gegner ist fast am Ziel. Was soll ich machen? So, umwandeln. Ja, machen wir einfach mal umwandeln. So, kann ich jetzt mehr Plips aktivieren? Irgendwas machen? Um weitere Plips auf dem Schlachtfeld zu holen, musst du in der Umwandlungsphase eine Karte umwandeln. Dadurch erhältst du 2 Plips in einem Plip. Zwischen 0 und 2, also 0 und 3 Genstealer, okay. Ich hätte gern ganz viele. 5. Der hat ja eh da schon aufgeschossen. Das finde ich doch sehr nett. Das nehmen wir doch mal gleich. Achso, ich muss jetzt hier. Ich verstehe das gerade nicht. Hä? Achso, ich habe jetzt irgendwie. Und nun?
So, wählen Sie einen Genstealer-Spawnpunkt mit einem Plip aus. Sie müssen aus Genstealer-Spawnpunkt herauskommen, um umzuhandeln. Stimme. Bleib doch mal hier. Markieren Sie einen von Ihnen und bestätigen Sie es, um es auf das Quadrat zu setzen. Es kostet keine AP. Action Points. Spawnpunkte können von Terminatoren gesperrt werden. Lassen Sie nicht zu nahe kommen. Ey, das geht. Schweinebacken. ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Zwei besser als ein? Ich weiß nicht. Ich nehme mal ein. Sechs? Ein Plip zwischen 0 bis 3 Genstealer enthalten. Der Terminator-Spieler kennt die Anzahl der Genstealer nicht. Ein Plip kann einen Terminator nicht direkt angreifen. Ein Plip kann manuell aufgedeckt werden oder tut dies automatisch, sobald er in der Sichtlinie des Terminators befindet. Ein Köder 0 Plip wird nach 2 Zügen von Mission entfernt. Achso, dann sieht er zwar so, sag ich mal, den Ping oder den Plip, aber weiß nicht, wie viele Gegner da sind. Das ist schon mal gut. Und was nun? Was kann ich nun machen? Da. Sobald ein Genstealer-Plip ausgewählt wurde, muss diese Aktivität gemacht werden, ehe eine andere Einheit kommandiert werden kann. Mhm. Ja. Ich werde ihn jetzt nicht direkt an der Tür markieren, oder? Ich will ihn hier positionieren. So, sobald ein Genstealer-Plip ausgewählt wurde, muss diese Inaktivität gemacht werden, ehe eine andere Einheit kommandiert werden kann. Habe ich das schon weitergedrückt? So, können wir nicht hier wachen oder so? Ich möchte nicht vor die Tür gehen. Decke zwei Genstealer auf. Einen auf dem Feld, einen anderen an den Angrenzenden. Machen wir das doch mal. Genstealer zeichnen sich durch Nahkampfaktionen aus und sind anfällig gegen Distanzaktionen wie Überwachung. Terminatoren werden nicht lange in der Lage sein, Genstealer zu fotografieren, die nicht Sichtweite. Warte mal, was? Terminatoren werden nicht in der Lage sein, Genstealer zu fotografieren? Da steht echt fotografieren, die nicht in der Sichtweite sind? Ich glaube, das ist nicht so richtig, oder? Hm. Wie kann ich die noch bewegen? Achso, ich konnte in zwei Grenzen. Ah! Nice, wir lassen das aber mit der Tür. Ich möchte den nicht aufmachen. Sobald Genstealer. Ja, das wissen wir schon. Also den Tipp kann ich wahrscheinlich nicht mehr öffnen, ne? Er ist geschlossen. Kann ich hier noch einen öffnen? Oh, den nehme ich auf den Sack. Einen Clip haben wir noch. Kann ich noch was umwandeln? Nee, es geht nur am Anfang wahrscheinlich. Schade. Er schießt die Tür auf. Aber die Turmprobleme nerven. Ich hoffe, es wird abgedatet. Das ist ja echt nervig. Dieses Knacken, das nervt mich. Ah, ich hätte mal einen andersrum schicken sollen. Die Genstealer erhalten bei jedem Zug einen Bedrohungspunkt. Ihre Gesamtzahl wird oben links, das sind so Art wie die KP-Punkte, ne? Bedrohungspunkte, BP, werden ausgegeben, um Karten auszuspielen. Okay.
So, jetzt hat er natürlich hier alles safe gemacht. Ich weiß nicht. Kann ich was? Also wir müssen jetzt wieder einen Pling-Plong machen. Das Gesperr. Ich würde gerne nochmal einen umwandeln. So, und wir holen hier nochmal... Ne, komm, wir versuchen, die anderen noch abzufangen. Jetzt hier auf Ändern drücken oder das war jetzt meine. Jetzt kann ich die Figuren bewegen oder kann ich auch was ausbrüten lassen? So, hier wären wir quasi schon in Schusslinie. Ich lasse ihn nur bis hier gehen. So. Decke 2 gehen sie wieder auf. Konnte vorhin auch 2 Felder Abstand nehmen. Soll ich mir das nicht einmal drauf drücken? Und jetzt 2 Felder. Ach so, da geht's nicht. Dann hinter. Lass dir jetzt nicht nach vorne laufen. Ich versuche oder hoffe, dass er einfach geht. Ja, er kann. Der Sergeant kommt 5, der kommt raus. Aber er hier kann, glaube ich, nur 3 oder 4. Den müssten wir von hinten dann erwischen. Können wir hier noch einen ausbrüten? Ne, Ausbrützeit ist vorbei. Scheiße. Vielleicht schießt er auch die Tür auf, aber ich glaube eher nicht. Ja, geh ruhig einen Schritt weiter. Oder noch einen, noch einen. Noch einen, komm, komm, geh noch rein. Geh noch rein, Sergeant. Los, tu mir den Gefallen. Für meine Schwarmmutter. Jawohl, bleibt jetzt nicht mehr gehen, bitte. Ah, der wird den Gang im Auge behalten. Zack. Zack. Echt stabile Tür. Ab. Also wenn ihr ein Knacken hört, ne? Ich höre es auch gerade wieder. Es ist echt, echt ätzend. Die geht auf. Ich hätte schon angreifen, nee, ne?
Er hat nur 5. Nein. Ah, scheiße. Kriegen wir noch einen raus? Nee, ne? Haben wir noch einen dritten Punkt? So, hier machen wir wieder. So, jetzt haben wir auf beiden Seiten 3. Jetzt könnte man eigentlich... Also er wird es nicht mehr schaffen. Ich glaube, ich lasse den Sergeant entkommen. Und den nächsten holen wir uns. Eins, oder hier 1, 2, 3, 4, 5. Soll er rankommen. 1, oder hier 1, 2, 3, 4, 5. Nicht mehr. Also einer kommt ran. Ich warte einmal noch ab. Was waren die Ziele? Töten Sie 3 Gegner, töten Sie den Sergeant. Das gibt natürlich geile Punkte. Versuchen wir den Sergeant zu kriegen. Komm, du machst jetzt gar nichts mehr, mein Freund. Nein. Oh, nein. Ich wollte doch nicht... Ach, scheiße. Ich wollte den Zug nicht beenden. Ich wollte einfach nur den Genstealer wechseln. Verdammt, ey. Kacke. Das ist gerade so ein Moment wie bei XCOM. Wenn man einen zu weit gezogen hat. Ja, schieß mir... Nein, nicht die Büchse aufschießen. Ach. Er kann immer noch schießen. Er kann immer noch schießen. Und der andere Kollege hat auch jetzt freies Schussfeld wahrscheinlich. Ausgewichen, gut. Stellt sich seitlich hin? Warte mal. Was ist das für ein Kunstwerk? Wow, warum gehst du so weit? Bleib stehen. Du kannst dich nichts mehr machen, mein Freund. Du bist jetzt fucking stehenbleiben da. So. Wir wollen Plips haben, ne? Wir brauchen Plips. So. Und wir können nur eine Karte spielen, ne? Ziel auf einen Terminator bis zum nächsten Zug kann der sich nicht nur mit einem Würfel verteidigen. Ziel auf einen Terminator für den nächsten Angriff. Wie kann ich denn die Karten einsetzen? Karten spielen 1. Oder jetzt umwandeln, um Plips zu kriegen, um mehr Truppen zu kriegen. Weil wenn wir jetzt verkacken, dann haben wir, wenn ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, ah, der kommt nicht ran. Der kommt nicht, die kommen hinten nicht ran. Das heißt, ich muss die alle da lang schicken. Und den verstecke ich jetzt da lang. Brauchen Plips. Scheißdreck. Komm, umwandeln. Damit wir weiter Rekruten haben. So, ein Plip hier. Den anderen Plip da. Sind zwar einzelne, aber was soll der Geiz, ne? Was soll der Geiz? So, sagen wir mal Ende. So. Rekrutieren. Zack. Kannst auch gleich rauslassen, den Hübschen. Aufdecken. Geh weg. War das nicht? Aufdecken? So. Den anderen gehe ich jetzt aber nicht so weit. Nur bis hierhin. Und auch da aufdecken. Kann ich das langsam mal. Die ganze Animation ist zwar nett, aber
sehr häufig und ja. Fangen wir mal an. Überlegen wir mal. Der hat zwar Abwehrfeuer, guckt aber dahin. Wieso kann der dahin gucken? Egal. Komme ich da nicht ran? Kann ich den nicht angreifen? Hä? Ich kann doch... Warum kann ich nicht schräg angreifen? Ich kann nur gerade angreifen? Okay. Oh, er hat zurückgeschossen. Ah, den ersten haben wir uns geholt. Ach, der hat standgehalten, der Ordensbruder. So. 1, 2, 3. Yeah! The Mother Sergeant has fallen. Bruder Sergeant ist gefallen. Scheiß auf Makovich! Fuck you, Ultramarines! Es leben die Tyranniden! Needen Power. So. 1, 2, 3, 4. Und dann können wir die nochmal frontal angreifen. Seitlich ging's ja nicht, ne? Seitlich ging's ja nicht. So, Süßer. Reiß ihm die Fresse aus dem Gesicht. Zack. This is Squad Septimus to all units. Squad Vandarius is lost. We are assuming command. Vengeance shall be ours, brothers. Stand by to deploy Scorpion turrets. Scorpion-Geschütze? Nicht gut. This is Squad Mithraea. Acknowledge. We may have found a way to destroy this section of the Hulk. Do you read? As the fight grew in intensity, more monsters were stirred to join the fray. Unknown biodivergent gene stealers emerged to engulf the Ultramarines. These biomorphic monsters were to be the dark curse of the Forsaken Doom. Mission erfolgreich. Cool. Also, was ich auch cool finde, ist natürlich, spielen sich die Symbionten oder Genstealer natürlich anders als die Terminatoren. Wie gesagt, sie sind die nur Nahkämpfer, können gut ausweichen. Und wir haben einfach Glück gehabt, dass der erste quasi nicht getroffen hat und dass die KI den Scheiße hingestellt hat. Hätte er sie anders hingestellt, hätten wir keine Chance gehabt, wären wahrscheinlich vorher weggeknallt worden. Was auch ein bisschen schwierig war, am Anfang hat man natürlich gute Karten. Das heißt, wir haben 2 Genstealer auf einmal rausgekriegt. Wenn man natürlich nur Karten hat, dass man immer nur einen kriegt, dann kriegt man, wie wir gerade in einer Runde, nur 2 raus. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Weil ich habe extra da ein paar angesammelt, weil es kann ja sein, dass die ersten beiden oder so weggeballert werden. Dann braucht man natürlich einen dritten, dass der mal durchkommt, ne? Aber nice. Ja gut, die Mission war jetzt auch bestimmt einfach. Ja. Töte. Wir haben. Ach, hier kriegen wir DNA. Blue Vax. Müssen wir gleich mal gucken, was das ist. Was ich auch hier wieder schade finde, ist es so, wie bei der Story-Kampagne gerade bei den, oder bei den Space Marines mit den Terminatoren, dass man da halt nur die Roten spielt, Bloodraven oder wie sie hießen, ich habe den Namen gerade vergessen. Wir spielen hier auch einen bestimmten Orden von den, also die, naja, nicht einen bestimmten Orden, die, es gibt natürlich unterschiedliche Farbmuster für Tyranniden. Na, und ich weiß jetzt gerade nicht, wie dieser heißt, Levitan oder so. Und der Levitan war, glaube ich, mit Weiß und Lila. Egal. Gibt ganz viele verschiedene Farben. Übernehmen wir mal. Cunning and brutal, the Gene Stealers slaughtered Squad Vandarius to the last man. For the Ultramarines, it was a setback that needed immediate reprisal. But the Brood was now fully active, as the Warriors of the 13th Chapter would learn, to their great cost.
So, Erinnerung an die Vergangenheit. Diese Karte zeigt Erinnerung von früher. Früheren Zusammentreffen zwischen Genestealers und Terminator-Trupps im Laufe der Jahrhunderte. Jeder Scheideweg war für den Schwarm eine Wahl zwischen zwei Taktiken. Bewege den Cursor und bestätige den nächsten Schritt zum Fortfahren. Ja, geh mal weg. Achso, also wir kommen quasi hier hin, regelt die Tür und dann müssen wir uns quasi entscheiden. Der Schwarm wurde genannt. Der Schwarm, muss man sich vorstellen, ja, wie Tentakeln im Weltall. Wenn ihr jetzt mal so ein Bild habt von so einem Planeten, quasi ist der Schwarm so eine Tentakel, die voller Schiffe und, naja, die Tyranniden haben keine Schiffe, es sind lebendige Organismen. Und ihr müsst euch vorstellen, es sind riesige lebendige Organismen, die packen halt ein, ja, ich würde sagen, ein Staubsaugerrohr auf dem Planeten und die ganzen Symbionten und andere Tyranniden-Einheiten, die ihr noch nicht hier kennenlernen werdet, werden quasi dann auf dem Planeten erschaffen, um die Lebewesen auf dem Planeten zu töten. Wenn ich es so richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall geil. Und die ganzen Tyranniden, die quasi existieren, existieren nur, um zu töten. Ne? Damit halt die Biomasse quasi dann locker, flockig wieder nach oben in die, keine Ahnung, anderen großen Tyranniden-Viecher hochgeballert werden kann und gepumpt werden kann. Und dann wird weitergezogen. Ich glaube, die Tyranniden sind sogar noch schlimmer als das Chaos. Und die Menschen haben ja schon Angst vor dem Chaos. Weil, wie gesagt, mit den Tyranniden kann man nicht verhandeln. Ne? Es gibt andere Rassen, es gibt die Elder, mit denen wird oft verhandelt. Und auch die Tau, mit denen wird ab und an sogar zusammengekämpft, um gegen das Chaos oder gegen die Tyranniden zu kämpfen. Aber mit den Tyranniden kann man nicht verhandeln. Okay, mit dem Chaos eigentlich auch nicht. So, Details. Ja, tödlich im Nahkampf, das wissen wir schon. Danke. Wir können jetzt hier nur Karten verbessern? Wie scheiße ist das denn? Bulwark Biomorph. Verzeihung. Genstealer. Achso, das ist schon ein anderer. Ja, der hat hier vorne nämlich diese Krallen. Die Dinger. Oh, es gab einen Carnifex. Das ist so ein richtig großer Tyrannid, der... Der macht Panzer kaputt. Das ist quasi ein lebendiges Fahrzeug, was durch Wände laufen kann, als ich das Ding damals gesehen habe. Ey, ich wollte es haben. Es gab da so ein Bild, wie so ein Carnifex durch so eine Mauer rannte quasi. Einfach nur geil. Und, ja. Ich kümmere mich gleich um dich. Gleich kriegst du Futter. Ich habe hier auch so einen kleinen Tyrannid. Ne? Ja. Brau. Willst du auch was sagen? Hm? Wenn du schon deinen Mund aufmachst? Hm? So, der hat die Scherenklauen. Der dürfte übler sein, ne? Was hat er für Vorteile hier? Ich will es mal kurz lesen. Der Bulwark Biomorph ist ein besonderer Genstealer. Pro Zug kann er nur 4 Aktionspunkte verwenden, also weniger, so viel wie ein Space Marine oder ein Terminator. Aber er ist widerstandsfähiger. Terminatoren benötigen 2 erforderliche Treffer. Okay, das ist mir neu, das kann ich so aus dem Tabletop nicht. Mir war bekannt, dass man sie verbessern kann. Das bringt mehr Rüstung und mehr Schaden und mehr Angriffe, irgendwas. Oder Giftattacken, aber das, dass sie mehr widerstandsfähiger werden, das ist mir neu. Aber für das Spiel vielleicht nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob das in dem Brettspiel von dem Space Hulk auch so existierte. Das kann ich, wie gesagt, nicht sagen. Aber wenn ihr es wisst, gerne bitte ab in die Kommentare. Ich dachte, wir haben jetzt nur den hier freigeschaltet. Ich dachte, wir kriegen hier, ja, eine Möglichkeit, unsere weiter zu verbessern. Ihr müsst überlegen, es gab früher im, oh Gott, im Kodex, im dritten Kodex, mittlerweile gibt es, glaube ich, den 6. oder 7. der Tyranniden, gab es eine Möglichkeit, man konnte sich Tyranniden basteln, wie man sie brauchte. Na, man konnte ihnen die Ärmchen ändern, man konnte ihnen Giftwaffen, so Säurespucke geben oder so. So anpassen, wie man sie braucht. Das war damals richtig cool.
Das haben die alles ein bisschen vereinfacht später. Darum habe ich auch die Lust verloren, Tyranniden zu spielen. Mann, ich laber hier viel zu viel. Es tut mir leid. Also mehr haben wir hier nicht zu sehen. Mehr gibt es nicht. Den spielen wir dann in der nächsten Mission. Wie... Upsala, scheiße. Jetzt habe ich irgendwas gedrückt. Ich gehe mal einfach zurück. Sagt mir einfach, wie ihr es wollt. Wollt ihr abwechseln Space Marine Tyranniden oder wollt ihr erstmal nur Space Marines und Tyranniden? Schiebe ich dann hinterher. Sagt, wie ihr es wollt. Schreibt es in die Kommentare. Ich höre jetzt auf. Tut mir leid, wenn ich so viel laber, aber ist ein geiles Thema. Ich liebe Warhammer. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas wisst, ist es mir scheißegal was. Schmeißt es in die Kommentare. Ich will es lesen. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.